So, hallo, hallo. Da bin ich wieder zurück. Hab gerade eine 1,5 Minuten Werbung vor mir. Oh nein, ja, ich schalte in den Pausen, wo ich nicht da bin, schalte ich immer einmal Werbung, damit die neuen Leute, die jetzt eventuell reinkommen, keine Werbung mehr vor dem Stream haben. Deswegen sorry. Und Dankeschön fürs WW. Ja, gerade meinen Laptop mit Powerade-Getränk eingesaut. Wollte trinken, hab oben den Sauger rausziehen. An der Flasche, hat aber vergessen, dass er schon draußen war und bin abgerutscht. Über meinen Laptop gespritzt. Oh nein! Oh no, ich hoffe, der hat keine bleibenden Schäden. Oh, müssen wir hier rüber? Oder. Ah, hier kommen wir nicht rüber. Hä, aber cool. Ey. Der ist einfach ey. Der ist einfach ey. Ey. Was geht? Dürfen wir über die Brücke? Natürlich. Sobald ich diese Bücher durch habe. Wie? Aber das wird ewig dauern. So viel Zeit haben wir nicht. Dann nehmt einfach einen Umweg. Der Weg ist so schön. Atmet durch, entspannt euch und lasst euch führen. Lasst dich auch mal führen. Okay, habe ich nichts gegen. Das ist nicht das, was sie meinen, wenn sie sagen, dass der Laptop Power braucht. Ja, nun. Ja, okay. Da komme ich also nicht lang. Hier ist auch alles grün, hier nicht. Das war hier Achtung, Achtung und so, ne? Ah, da sind die Eier. Halt, stopp. Das sind Eier, 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 Eier. Haha, ich habe doch Eier geklaut. Da stand dran, man soll sie nicht klauen, aber ich habe sie geklaut. Hier sind auch Federn. Was bekommen wir hier Schönes? Auch Federn und ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, ob ich gegen die kämpfen will. Ach komm. Why not? Why not? Wir sind ja auch ein bisschen aufgestiegen und so. Gegen die haben wir auch bisher noch nicht gekämpft, ne? Edson hat sich angeschlossen, um das Team zu unterstützen. Er bildet im Kampf ein Paar mit einem kämpfenden Charakter. Oh, okay, er macht auch Pärchenbildung. Okay, ich verstehe. Edson wandelt Standardfähigkeiten in Mehrzielfähigkeit. Oh! Und umgekehrt. Wobei sich auch die Kraft der Fähigkeit entsprechend ändert. Ah, okay. Ja, ja, verständlich. Okay, cool. Was haben wir denn jetzt hier? Syl und Edson. Okay. Warte, wenn ich das jetzt ändere, dann... Oh, dann verstärkt sich das auf 50. Ha! Das kann ich bei ihr aber überhaupt nicht gebrauchen gerade, ne? Soll ich jetzt eigentlich auch den Dave machen... Und Bescheid sagen, wenn ich nackig bin. Schreibst du das gerade nackt, anonym? Oder warum fragst du? Ha. Ich glaube, das kann ich hier aktuell gar nicht gebrauchen bisher. Herr Ellie Eierdiebin, ja. Ich muss ja auch irgendwie Rührei machen hier, ja. Ich fand die Kombos Syl und Alto und Mojang Edson gut. Das sind leider random. Ja, Mojang, nicht Mojang. Aber fast. Aber ja, ich würde die würde ich andersrum auch eher fühlen. Wenn die Eier in Gefahr sind, wären die Eltern wütend. Naja,
Nee, ich zieh mich aber gleich um. Also frage ich vorher. Ja, ja, mach ruhig. Eiertanz. Aua! Das Ei hat mich gehauen! Aua! Was soll denn das jetzt? Das ist schon frech. Aua, 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 aua. Ich kann damit halt echt nicht so viel machen, ne? Der bringt mir hier halt auch überhaupt nicht so viel. Ich könnte ja das machen. Dann ist das Ei, glaube ich, wenigstens weg. Ja, und gegen den Großschnabel habe ich halt noch nichts, ne? Ich habe weder Wasser noch Blitz. Okay, jetzt ist er gegen alles anfällig, von daher. Schön Stein auf den Vogel. Bam. Ich bin besser weggekommen, als ich gedacht habe. Sorry, ich muss die Minecraft-Schleichwerbung unterbringen. Ja, aber warum Minecraft und warum nicht mein Café? Also, wartet. Was ist jetzt selber mein. Warum nicht so? Okay, ich lasse es. Jetzt sind hier noch. Lassen Sie mich in Ruhe. Was ist der Stein hier? War mal ein Stein. Eier! Eier, Leute, wir haben Eier. Nein! Oh Gott, ich bin irgendwo reingerannt. Das ist doof, dass ich kein Wasser habe. Mann, Benjamin, warum machst du kein Wasser? Bei diesem herbstlichen Wetter jetzt ein schönes Café. Bei Ellie, now. Ihr könnt mir bei Kofi kann man mir einen Kaffee kaufen. Ha? Wenn ihr jetzt schon so damit anfangt. Oh Mann. Ja, das ist halt doof. Dass ich halt keine. Also ich habe zwar Glut, aber ich habe halt gegen den Großschnabel nichts. Zumindest nichts Effektives. Das ist ein bisschen blöd. Natürlich wieder gegen mich. Ich. Feuchtbären ist nicht so mein Ding. Ah, das würde ich jetzt nicht so sagen. Ja, hier werfen wir einfach wieder Steine drauf. Perfekt. Kleine Feder. Wow! Da ist ja auch wieder jemand. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Ist das der richtige Weg? Ich bin mir nicht sicher. Oh, Wasser. Das
ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Oh, shit. Oh, die waren rot. Das habe ich nicht gesehen. Oh, Mist. Ja, einmal das hier einfach, weil beide dagegen anfällig sind. Benjamin, let's go! Warum werde ich irgendwie immer in die Diskussion meiner Geschwister mit reingezogen? Ist gar nicht nervig oder so. Oh nein! Das tut mir leid. Ach Mann. Das kann ich schon verstehen, dass das nervig ist. Guck mal hier, wir können ja vorspulen. Ich vergesse das immer. Ich kann ja anscheinend sowieso nicht blocken. Also von daher. Ja, doch so. So, die fallen beide einmal zurück. Und so. Der eine ist kaputt. Und den anderen machen wir jetzt auch kaputt. Perfekt. Ich möchte übrigens anmerken, Benjamins Design ist genau der edgy Shit, den ich geil finde. Ey, ich finde den auch super. Ich finde den auch cool. Benjamin ist super. Okay, wir werden hier einfach wirklich nur im Kreis gelaufen, oder? Oh nein, warte, was ist das hier? Entschuldigung. Einen Moment. Das ist ein besonderer Ort. Ich weiß. Das ist ein Kasakspios. Eine Zuflucht für die Geister. Oh, richtig? Ja. Darin haust ein mächtiger Kasakwächter und hütet die Geheimnisse eines Edelsteins. Und wenn du ihn besiegst, bekommst du seinen Stein und kannst einen neuen Geist beschwören. Bossfight? Ja. Warum? Also das lange Gesicht, das ist doch toll. Syl hat allen Grund zur Trauer. Sie hat ihren Geist verloren. Und zwar ihre Ur. Nein, Edson hat recht. Ich habe hart gearbeitet, um es soweit zu schaffen. Ich muss weiter dem Edelsteinpfad folgen. Ob mit oder ohne Nanny. Ja, da dann rein da. Let's go. Ich bin bereit zu fighten. Schwarz plus lila. So eine sicke Farbkombi. Ja, true. Voll hübsch hier. Das ist in meinem Hintergrund. Ich dachte mir übrigens, farbiger Hintergrund ist bestimmt was ganz Tolles. Und ich habe dann halt rot gemacht. Ich kann auch grün machen. Aber dann sehe ich so krank aus. Oder blau. Aber das sieht auch nicht gut aus. Sieht alles irgendwie nicht so gut aus. Das ist einfach nur hell. Das sollte eigentlich orange sein, aber es wirkt halt einfach nicht orange. Deswegen habe ich es einfach rot gemacht. Apropos lila, deine Farbe ist schon wieder total ausgewaschen. Ja, ja. Ich habe zwar noch Farbe zum Nachfärben quasi, zum Nachtönen, aber ich wollte es jetzt erstmal rauswaschen lassen, weil ich das Rot an sich schöner finde, das hier. Auch wie sich's rauswäscht, finde ich angenehmer als das Lila. Das Lila sieht ranzig aus. Ja, Lila auf Blond ist halt doof, weil das Blond wird dann halt erst halt so, ja, so silbrig quasi, grau-silber und dann wird es wieder, wenn es sich weiter rauswäscht halt. Weil es halt den
Gelbton, der da drin ist, in einem normalen Blond halt ausmerzt. Deswegen sieht das halt echt scheiße aus. Ach ja. Ich hab grad auf die Uhr gelinst. Oh no, Orca. Dann schlaf gut und komm gut zur Arbeit nachher. Guck mal, da. Ich muss selber erstmal gucken, wo ich hinzeigen muss. Da. Süß. Was? Kick? Was ist hier? Was für Kick? Wünsche noch viel Spaß und Erfolg. Verabscheue mich dann mal. Bis die Tage. Bis dann, Orca. Ich bin ja die Woche auch wieder öfter live. Wahrscheinlich. Ich weiß meinen eigenen Streamplan nicht mehr. Ich glaube morgen und übermorgen oder so. Irgendwie so. Aber ich gehe, glaube ich, dann nochmal zurück. Weil da war ein Lagerfeuer. Das heißt, ich glaube, ich will hier erstmal noch ein bisschen den hier auf die Nase geben. Wow, da lande ich halt da hinten. So. Ah, da stand gerade, was das gemacht. Irgendwas mit Drängeln. Mhm. So. Glut würde der eine weggehen oder der. Welcher ist denn das? Den anderen kriege ich überhaupt gar nicht weg. Den hier. Der ist aber eh schon der letzte. Naja, egal. Was schon? Endlich wieder mehr Ellie. Ja. Ich bin auf jeden Fall wieder öfter live. Ja, ich hatte halt Besuch und dann hat sich das halt nicht so ergeben. Da wollte ich halt ein bisschen Zeit mit meinem Besuch verbringen. So, der ist zurück. Der noch nicht. Aua. Hier. Ganz schön ungeduldig. Glotzfleckt. Drängelt sich auf die Zeitleiste nach vorne. Ja. Das heißen da zumindest die Uhren. Und der heilt sich auch noch, der Sack. Oh. So, der eine müsste jetzt weg sein. Genau. Ja, hier einmal mit beiden auf die. Den einen kriege ich trotzdem nicht weg, ne? Ja, einer bleibt übrig. So, das können wir aber einmal ändern. Und tot. Weil ich würde dann halt die Erfahrung halt ein bisschen mitnehmen, ne? War auch, glaube ich, nur der eine hier. Weil wenn wir da schon wieder ein Lagerfeuer haben. Mittwoch, Donnerstag ab 12. Ah, okay. Ja, denn. Dann sehen wir uns Mittwoch und Donnerstag wieder. Vielleicht machen wir auch statt Far Cry, spielen wir auch Terra Memoria weiter. Weil mir gefällt's. Was ich, wie ihr dort seht, aber ich hab Spaß daran. Heutige Erfahrung über 400 irgendwas. Sind auf Stufe 7. Oh, ist okay. Wir können trotzdem nichts herstellen. Dann gehen wir einfach schlafen. Laufen. Oh, hallo? Will ich mich hier erstmal umschauen?
Lebkuch. Psst. Ja. Jeden Tag setzt uns der Ältestenrat diese Körnersuppe vor. Angeblich ist sie gut für die Geister. Aber ich krieg davon nur Magenschmerzen. Und da bin ich nicht der Einzige hier. Wenn ihr es wirklich wissen wollt, ich habe eine ziemlich lukrative Nebentätigkeit angefangen. Ich verkaufe Zucker. Wirklich spirituell. Vitamin Z. Komm, seht euch meine Waren an. Was haben wir? Zuckerpfannkuchen haben wir bekommen. Nice. Wer ist der Nektar? Der ist ganz schön teuer, du. Da bin ich noch zu geizig für. So viel Geld habe ich nicht. Also schon. Aber ich bin trotzdem geizig. Hühnchen. Fufu. Ein Kuh. Oh. Hühnchen darf ich zumindest nicht mitnehmen. Karsackwächter. Hinter diesen fünf Türen warten die Karsackwächter. Jedes Mal, wenn du einen davon im Kampf besiegst, lernt Syl eine neue Fähigkeit. Um eine Tür zu öffnen, musst du die Geisterwelt durch den entsprechenden Speos betreten. Schlage im Reisenführer nach, wo sie zu finden sind. Wenn ich durch Tor 3 gehe, muss ich durch Tor 3, oder? Ja, klar. Oh, eine Angel. Mein Fisch. Wird dem Fischen auch langweilig? Bestimmt. So, ignoriere die hier erstmal. Hier war doch irgendwo der Schneedings. Oh, eine heiße Quelle. Oh, schön. Das ist ein Huhn mit Handtuch, oder? Ich mag beide Ellies. Cozy Ellie. Wie gerade und Staatsfeind Mörder Ellie wie in Far Cry. Ja, in Far Cry muss ich erstmal schauen. Vielleicht muss ich nochmal von vorne anfangen, weil ich wirklich keine Ahnung mehr habe. Also. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Aber mir macht das Spiel gerade wirklich unglaublich viel Spaß. Ja, stimmt, ne? Das ist wieder eher so ein cozy Spiel. Was habt ihr heute verpasst? Ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwas machen muss. Hier ist auf jeden Fall auch so ein Tor. Entschuldigung, darf ich hier lang? Manchmal denke ich, dass wir große Beschwörer mehr für das Dorf tun sollten. Die alltägliche Arbeit ist die Aufgabe der kleinen Beschwörer. Hallo? Ah. Sieh an. Diese junge Beschwörerin kommt mir bekannt vor. Verehrte Älteste, ich brauche eure Hilfe. Ich kann Nanny nicht mehr finden. Ich meine, mein Ahnengeist. Nanny? Du nennst deinen großen Geist Nanny? Sie ist meine Urgroßmutter. Du bist deinen Vorfahren mehr Respekt schuldig, junger Karsak. Ayus, Tochter des Sterns, Herrscherin des dunklen Waldes. Seine Lehre und allem, was daraus entspringt. So ist es besser. Ich habe sie verloren. Sie antwortet nicht, wenn ich sie rufe. Das überrascht mich nicht. Dein Lebenswandel ist den Bedürfnissen der Geister wohl kaum angemessen. Isst du denn deine Körner? Deine Lehrer in der Beschwörungsschule
haben uns von deiner Mittelmäßigkeit gewarnt. Edelsteine vor die Säue. Könnt ihr mir denn gar nicht helfen? Leider ist dir offenbar nicht zu helfen, junger Kasak. Vielleicht solltest du damit anfangen, Schmuck herzustellen und zu kaufen, wie alle Kleinkasaks. Wow! Ja, ich habe irgendwie Amarantkuchen oder irgendwie sowas bekommen, ja. Wenn du der einzige Überlebende bist, sind die Gegner auch tot. Ja, true. Gesunder Geist. In meinem gesunden... Was? Okay. Wollt ihr mir damit sagen, ich kann hier noch nichts machen? Oh, hallo. Freut mich, ein paar neue Gesichter zu sehen. Ich bin Syl. Und ich heiße Lapsikum. Aber das ist ein Name für alte Opas. Nenn mich einfach Lap. Meine Eltern sind Großkasaks, genau wie du. Aber ich habe die Gabe nicht, also tue ich, was ich kann. Wenigstens kann ich angeln. In der Beschwörerschule bin ich nachmittags immer gerne angeln gegangen. Ich werde den Ältesten nichts sagen, versprochen. Wenn es hier nichts für dich zu tun gibt, warum gehst du nicht Terra erkunden? Ich würde gerne gehen, aber ich weiß nichts über die Welt da draußen. Ich habe Angst. Du kannst angeln. Damit wirst du nie hungern. Das stimmt. Du hast recht. Ich werde darüber nachdenken. Und ich habe viel Zeit zum Nachdenken. Oh, neuer Fisch? Neuer Fisch. Kann ich die Eier klauen? Eine Katastrophe. Was ist hier los? Meine Tochter, Vanille. Sie ist wieder weggelaufen. Und der Ältestenrat hat entschieden, dass es keinen Sinn hat, sie zu suchen. Sie lehnt die Gabe der Beschwörung ab. Sie hat Talent, aber will kein Großkasak sein. Bitte finde meine Familie. Ich verspreche, dass ich sie nicht zwingen werde, zur Beschwörungsschule zu gehen. Weißt du, wo sie hin ist? Sie baut gerne Schneekasaks am Dorfrand, wo es erlaubt ist. Aber ich kann sie nicht finden. Ich habe Angst, dass sie vom Speos weggelaufen ist. Wie sollen wir sie da draußen finden? Finde Vanille. Was glaubt ihr? Wie ist Lab im Bett? Ist Lab Bodden oder eher oder ist Lab Top? Ja, wir haben es ja vorhin gehört gehabt eigentlich, ne? Wer bist du? Hallo? Du siehst ekelhaft aus. Digga, du hast ganz schön viele Füße. Batus, Kind des Regens. Glaubst du, dass du dieses Edelsteins würdig bist? Wir werden sehen, ob du ein echter Großkasak bist. Kämpfen! Oh, Stufe 10? Ja, wir sind Stufe 7, das wird schon. Aber ekelhaft siehst du aus. Diese Enttäuschung macht mich jedes Mal glücklich. Super. Okay. Was macht diese Glyphe? Ich kann sie kaputt machen, oder? Fast theoretisch bald. Los, Benjamin! Ich glaube, ich mach mal die Glyphe kaputt. Aber ich ändere das mal.
Ja, so kriegt der nämlich dann trotzdem Schaden. Und die Glyphe ist sonst wo. Ich habe keine Ahnung, was die Glyphe macht. Sie macht mir Angst. Nee, das da. Benjamin! Okay, Glyphe weg. Oh, schon wieder eine Glyphe. Hör auf mit der Scheiße. Ja, wobei, mach lieber das, als mich anzugreifen. Also von daher... Wenn man durch die Lehre der Kasachs so wird, kein Wunder, dass die Tochter abgehauen und das Ganze ablehnt. Das wäre auch für mich nicht erstrebenswert. Nee, ne? Nicht wirklich. Muss ich auch zugeben. Der macht wahrscheinlich richtig Aui jetzt. Geht noch? So. Jetzt haben die beide kein Schild mehr. Das heißt, sie fallen beide zurück. Sehr gut. Das ändere ich wieder. Und gehe jetzt aber auf dich. Ja. Guck mal hier, das wird. Das wird! Guck mal, Glyphe weg. Und wir können direkt nochmal. Ja, dann hier einmal mit drauf. Speoswächter ist kaputt. Das ging. Das war gar nicht so schwer. Ich mag sein Design. Das ist weird, aber cool. Es ist auch cool, aber es ist halt echt weird. Wir haben es geschafft. Ich kann es kaum glauben. Vielleicht bin ich doch keine so üble Beschwörerin. Was redest du da, Syl? Deine Beschwörungen sind volle Konstanz und Hingabe. Alto hat recht. Du bist eine begabte Beschwörerin, Syl. Ich kenne zwar nicht viele Kasach-Beschwörer, aber... Allerdings kann ich schon verstehen, warum sie sich verstecken. Diese Speos-Wächter machen mir echt Angst. Geht mir genauso ätzend. Oh. Als ich noch ein Kind war, hatte ich auch Angst vor ihnen. Der hatte 30.000 Füße, natürlich. Aber jetzt habe ich mich an sie gewöhnt. Sie sehen vielleicht unheimlich aus, aber eigentlich sind sie ganz freundlich. Dieser hier hat mir sogar einen neuen Beschwörungsstein gegeben. Ich kann es kaum erwarten, ihn auszuprobieren. Stimmt, da stand doch dran, ja, irgendwie Speos des Regens oder sowas. Das heißt, wir hätten theoretisch eine Wasserattacke jetzt, oder? Ja, genau. Batus, Sohn des Nebels, Bruder der Flüsse, Betrachter des Morgentaus, dreifacher Preisträger der goldenen Kugel. Ich folge deinem Weg. Syl hat eine neue Fähigkeit freigeschalten. Batus. Ich hab jetzt Batus. Ja, cool. Das ging doch echt gut. Dafür, dass wir drei Level unter denen waren... Ja, hier will ich mal auch mit Level 20ern hier anlegen. Jetzt habe ich Blut geleckt. Jetzt geht's da hinten auch nicht mehr lang, ne? Nee. Guck mal, jetzt ist hier dicht. Wo ist der Nächste? Ich will mehr. 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 Ich glaube, hier gibt's nicht mehr. Gib mehr. Oh.
Ja, hier ist doch das Mädel, oder nicht? Kiki. Na, wobei, nee, die hieß ja anders. Dann bist du einfach nur ein Huhn. Und da ist dieses Schneegedingsel. Da wollte ich ja gucken. Aber da bin ich irgendwie nicht hingekommen. Ist ja das, was er meinte. Aber ich komme halt hier nicht weiter hin. An sich. Das ist ein Huhn. Also. Schwierig. Da ist auch noch zu. Selbst wenn ich wollte, könnte ich anscheinend nicht mal weitermachen. Hm. Komme ich hier hoch? Nee. Kann halt auch nicht springen, ne? Bartus klingt wie der erste Versuch eines Kleinkindes, barfuß zu sein. Ich will mal Brutus sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Da ist so ein Schneefuchs aufgebaut. Aber da muss man ja dann irgendwie hinkommen. Aber das ist hinter den heißen Quellen. Okay, das ist halt hier hinter eigentlich. Da komme ich ja nicht hin. Ah. Also hier ist plötzlich irgendwo irgendwas auf, aber nee. Hm. Ja, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall eine neue Fähigkeit und ich glaube, ich kann hier auch eh gerade nicht viel weitermachen. Gamer! Gamer, danke schön für 28 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den Emotes. Ja, guck mal, wieder 2 Level up. Sehr schön. Dann gehen wir mal schlafen. Ja, ansonsten können wir hier eigentlich wieder rausgehen. So, wir sind jetzt wieder hier und ich mache hier einmal eine kurze Pause, weil Fridolin eben gerade wieder Bescheid gesagt hat, es ist Pausezeit. Ah. Wie lange bin ich denn überhaupt schon live? Fast 5 Stunden. Ist eigentlich auch bald Endezeit, ne? Hm. Na komm, ein Stündchen geht noch. Bis gleich.